Hinterher auch! Schärfen nicht vergessen. Ich hab so wenig zum Schlagen, dass ich eigentlich nicht schärfen muss. Da liegt ein toter Gargoyle. Hast du nicht irgendwas vom Gargoyle gebraucht? Ne, eben jeder. Ich glaube, den bekomme ich für irgendwas anderes. Kannst du, oder? Ja. Nice. Appetit, bis bald. Und danke für dein Love. Guten Appetit. Oh Mann. Der Fakt ist eating. Man. Weil wenn sie zählen, wir auch Platz, oder? Oh no. Keine Sorge, kommt euch hinterher wahrscheinlich. Ja, aber ich nicht. Wir spielen ja nicht so einen Krampf zusammen gerade. Wir waren so gut gestern. Ich spiele ja gerade Sekiro und habe mir da natürlich eine Mod runtergeladen, damit mein Char anders aussieht. Jetzt habe ich halt einen weiblichen Skin mit einer übelst männlichen Stimme. So fun. Hat eine Stimme wurde einfach nicht ausgetauscht oder was? Ist das voll geil. Das ist bestimmt super witzig. Das ist wahrscheinlich einfach nochmal 10-mal besser, das Spiel ist. Sekiro habe ich noch nicht gespielt. Habe ich ein bisschen gespielt, aber noch nicht gespielt. Ich hätte sagen können, sollte das gut finden oder nicht.
dreist einfach jetzt. Oh, shit. Ja, ey, jetzt habe ich Lady Maria mit ihrem ikonischen Schwert, aber Sekiro Stimme, voll witzig. Willkommen zurück, Raz. Und wie war's? Schimmerperlmut. Das ist, glaube ich, was besonders Gutes. Da den Raz kannst du fragen. Was? Ja, was du vorhin gefragt hast. Raz? Wir wollten unser Kanalkonzept ein bisschen ändern. Und ich wollte noch fragen, was du davon hältst. Also generell wollten wir früher anfangen. So wie in 17, 18 Uhr. Und dann lege ich die Bomben. Welcher Kanal? Twitch, ja. Ja, genau, Twitch. Und genau, wo ich hier anfangen. Und wir hatten so ein paar Ideen für unser Twitch-Kanal. Unter anderem halt so was wie, was man mit den Punkten fängt. Weil wir haben ja nur Zorn. Also mit den Kanalpunkten, ne? Und ich hatte die Idee, oder wir hatten die Idee, die eine Idee ist, dass alle Kanalpunkte investieren können und wir machen einen 12-Stunden-Stream. Und die andere, und das weiß nicht, ob das cooler ist oder nicht so cool, die erste Idee, sagen wir mal so zwischen 80 und 100.000 Punkte, ne? Das ist ja machbar, das ist ja nicht ganz so viel. Also das ist schon sehr viel, aber... Oder sagen wir zwischen 50 und 100.000. Genau, dass man dann sagt, ja okay, ihr dürft euch Spiele wünschen für ein Stream lang. Also angenommen, du hast jetzt... Danke für den Lurk. Danke für den Lurk. 80.000 easy. Genau, also irgendwas zwischen 50 und 100.000, dass man so eine Auswahl an Spielen gibt oder dass, keine Ahnung, sag mal ein Spiel, was du gerne magst, ne? Sagen wir mal Ark. Du sagst, oh, ich hab jetzt gerade voll Bock auf Ark und so, und dann könntest du, ich sag mal, 80.000 Punkte investieren oder wie auch immer. Und dann spielen wir ein Stream lang, also sage ich mal so 4 bis 6 Stunden dieses Spiel. Machen wir uns den ganzen Tag frei oder die Zeiten, wie die Leute das so nicht mögen. Sagen wir mal so zwischen ja, 18 und 23 Uhr oder was auch immer, ne? Oder einen Samstag, oder das können die Leute dann selbst bestimmen. Und dann kann sich jemand ein Wunschspiel wünschen, in deinem Fall halt, was du willst, ne? Und dann spielen wir das den Tag lang. Und meinetwegen auch, wenn du jetzt angenommen sagst, weiß ich nicht, Ark oder Risk of Rain, was weiß ich, ne? Dann kannst du ja auch mitspielen und so, weißt du, ich meine? Was hältst du von dieser Idee? Will ich mir überhaupt noch entscheiden? Das klingt nice, not gonna lie. Jetzt so, gute Idee. Man muss die ja nicht ausgeben. Und der Demok hat gerade auch noch gute Ideen dazu gebracht mit den Spielen, die man halt hier auf dem Pile of Shame liegen und so Zeug, also oder halt eher, wenn es halt dann irgendwas ist, was man irgendwie krampfhaft sehen will, im Sinne von jetzt zum Beispiel sowas wie Overrated, Getting Overrated oder was weiß ich was. Elden Ring oder keine Ahnung, irgendwas. Nee, Getting Overrated oder wenn wir das Spiel halt nicht haben, ist das halt ein Problem. Genau. Also wir würden es jetzt auch nicht extra kaufen oder so, aber so Spiele, die wir generell haben, sind kein Problem. Würde es dann aber schon hochhalten mit den Punkten. Ja. Ja. Also ich sag ja so, 80.000 oder 100.000 fände ich okay. Also man muss schon ein bisschen dabei gewesen sein, damit man das auch machen kann und so, ne? Genau, aber das ist dann halt nur für die einzelnen Menschen. Und der 12-Stunden-Stream können halt alle rein payen. Also wie sieht diese Option aus, das Game für euch zu kaufen? Ja, das ist dann natürlich klar. Also wenn jemand da gewillt dazu ist, das Game dazu zu kaufen auch noch, dann ist es ja wieder was anderes. Ne? Ja, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass jemand dafür extra ein Game kauft. So.
Ist schon sehr viel verlangt. Ja. Eben, wenn er das jetzt unbedingt sehen will und sagt, oh, ich wäre jetzt auch bereit, das zu kaufen, wenn ihr das nicht habt, dann sagen wir natürlich, klar. Wenn es jetzt kein Euro-Truck-Simulator 2 ist, dann lehnen wir höflich ab. Aber so, ich. Wer weiß? Vielleicht habe ich Bock auf Euro-Truck-Simulator 2. Okay. Aber so generell, du weißt, was ich meine, ne? So, wenn das Spiel auch mal so ein bisschen zusagt, dann ist es ja auch kein Problem. Mir ist schon, Maxi. Wir gehen kaufen. Das mit dem Geld kriegen, das ist geil. Und das mit dem 12-Stunden-Stream, wo halt alle so reinzählen können. Aber dann. Fuck. Also dann würden wir glaube ich so auf 500.000 setzen oder so. Ja. So 500.000, ich hab's gleich. Wahrscheinlich. Wir können die fangen, können wir das machen. Ja. Also so 500.000 für einen 12-Stunden-Stream, wo alle halt da investieren können. Also unsere ganze Community. Variety, also es geht quasi darum, dass er 12 Stunden lang irgendwas streamt. Nee, das, was wir möchten. 12 Stunden Stream ist dann das, was wir machen. Okay. Genau. Also der Wunschstream ist so 4-6 Stunden, ein Stream lang, sagen wir mal so. Und der 12-Stunden-Stream, wo die ganze Community Kekis reinbringen kann. Genau. Da, ja, wir spielen jetzt keine 12 Stunden, was andere wollen. Also das ist ja schon krass viel verlangt dann. Vor allem, wenn es dann halt auch keinen Spaß macht, ist ein Unterschied, ob du es 4-6 spielst oder direkt 12. So Community Goal hat dann zum Beispiel Monster Hunter oder keine Ahnung. Genau, also mit 12-Stunden-Streams lassen wir uns dann einfach die Option offen, weil wenn wir. Achso, wir haben es geschafft. Ja. Ja, ist mir egal. Bitte laber mich einfach, ich will einfach nur kämpfen gerade. Kämpfen, töten. Monster hunten. Ja, also da können wir auf jeden Fall gucken. Aber was machen wir dann da so? Also 100.000. Was? Für die Wunschspiele? Ja. Ja, ich dachte so 80.000 bis 100.000. Aber für 6 Stunden ist das nicht viel? Nee, finde ich nicht. Denkt halt dran, für so Community Goals ein Per-Viewer-Per-Stream-Limit zu setzen, sowas wie maximal 2000 Kanalpunkte pro Stream. Tom, da hast du recht. Ich glaube, das geht auch gar nicht anders. Ich glaube, das muss automatisch, also es ist automatisch so. Es geht nicht höher, glaube ich. 5 Stunden sind optimal für den Game-Wunsch. Bei den 12-Stunden-Stream kann man sich ja noch überlegen, was man da so machen kann. Was denkst du, was da ein guter Kiki-Ansatz wäre? So 50 bis 100.000, aber was... 50 und 100.000 sind ja ein Unterschied. Also ich würde so generell sagen, 80.000 finde ich okay für 5 Stunden. Weil ich sag jetzt 4-6 Stunden, aber das lassen wir uns halt ein bisschen offen, weißt du, wie ich meine? Weil ich will nicht sagen, oh, wir machen jetzt straight 5 Stunden, aber wenn wir nach 4 Stunden keinen Bock mehr haben, dann... Aber ich würde sagen, 4 Stunden ist schon das Minimum, weil ich meine... Also etwa 4-6 Stunden ja, weil, Spiel. Genau, weil 80.000 sind nicht wenig Kekis, ne? Das sind schon Leute, die schon ein bisschen dabei sind, die dann auch die Berechtigung dafür haben. Und wenn wir halt nach 4 Stunden das halt gar nicht so viel bockt, dann können wir einfach sagen, gut, war schön. Oder wir sagen halt nach 6 Stunden, oh ja, bockt immer noch. Und dann könnten wir ja sogar rein theoretisch sagen, spielen wir morgen weiter. Weißt du, ich meine, Eitat, bonjour, my friend. Eitat, hello, nice to see you. Ça va? Wie geht's dir? Achso, how are you, Eitat? Dann aber 10-mal den Stream neu starten. Also wenn der Stream, das geht dann so, das geht, die können 2000 reinpayen? Ja. Und wenn wir den Stream neu starten würden, könnten sie wieder 2000 reinpayen? Ja. Ja, also ich glaube, dass auf jeden Fall machen wir so ein Maximum bei den 12-Stunden-Streams. Ja, ja, das ist schon wichtig. Halte ich noch ein bisschen. Yes. Ist das gut? Ich denke, das könnte ganz gut werden. Eitat, we are playing Monster Hunter Rise. We now in the Master Rank. Ja, wenn Eitat kommt, spielen wir nicht. Ja. One moment, please. Wie viele Punkte hast du, wenn ich mal fragen darf, Rose? So. Und wie viele Punkte habt ihr, Eloy und Oldman Tom, damit ich mal so eine Orientierung habe? Also wenn wir jeden Tag 30 Tage lang streamen, Kekis. Gibt's nicht. Wenn jeder, also wenn wir 30 Tage lang jeden Tag streamen und jeder und 10 Leute jeden Tag
2000 reinpayen, dann wären das 600.000 Punkte. Nochmal. Wenn jeden Tag jeder reinpayt, dann? Wenn jeden Tag jeder 2000 reinpayt und wir 30 Tage am Stück. Also wenn 10 Leute jeden Tag 2000 reinpayen und wir 30 Tage am Stück streamen, dann wären das 600.000 Punkte. Dann machen wir 600.000. Ich bin gut. Knappe 60.000, 186.000, 88.000, 700. Okay, also, ja, also Ellie und also Oldman Tom und Dress könnten sich sogar rein theoretisch ein Wunschspiel wünschen, wenn wir 80.000 machen würden. Ich glaube, die 80.000, die machen wir fest. Quick hello, I'm going restaurant. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Thank you that you was here. Thank you for stopping by, Ape Tart. Goodbye, Ape Tart, goodbye. Ich glaube 80.000 ist doch okay, oder? 80.000 ist gut, ja. Ich meine, ja, mein, das sind halt für 6 Stunden schon viele Kekis. 4-6 Stunden, aber ich denke, das ist schon okay. Wie schon gesagt, das ist ja dann auch ein bisschen an uns, ob wir das Spiel dann irgendwann weiterspielen wollen. Und ich glaube, das wird schon passen. Have a good day. Thank you, Ape Tart. Thank you, Ape Tart. Der Ace TV. Ich kenne dich. Ich kenne den Namen auch. Woher kenne ich dich, Ace? Woher kennen wir dich, Ace? Bei wem chillst du immer? Guten Abend, Ace. Aber danke für dein Follow, Ace. Schön, dass du auch bei uns bist. Also muss ich für einmal Subnautica. Nee, Manu, du musst nicht für Subnautica sparen, weil Subnautica werde ich spielen. Aber wenn du es jetzt sehen wollen würdest, Manu. Mein Schreiheitsvermord. Hallo Ace, was geht ab? Schön, dass du da bist. Ach so. Schön, dass du hergefunden hast. Aber genau, wir haben deinen Namen schon gesehen. Ich danke dir vielmals für deinen Follow. Vielen Dank für deinen Follow. Nochmal kurz, Manu. Wenn du es jetzt in die nächsten Tage unbedingt sehen wollen würdest, okay? Könntest du das rein theoretisch ausgeben. Subnautica läuft ja so oder so auf unserem Kanal. Also das werden wir auch irgendwann weiterspielen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, jetzt habe ich Bock, am Samstag Subnautica zu sehen, rein theoretisch. Ich möchte es jetzt unbedingt, dann kannst du diese Punkte dafür ausgeben. Nichts Wichtigeres gerade für mich als am Subnautica, am Samstag Subnautica. Und vielleicht spielen wir ja am Sonntag dann freiwillig Subnautica oder am Montag oder am Dienstag, wenn wir wieder reinfinden. Aber wie geht's dir so, Ace? Schön, dass du da bist. Vielleicht auch einfach so als Ansporn, wieder diese Spiele auch zu spielen, wenn ihr die sehen wollt. Weißt Was spielst du so? Aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir nie wieder Subnautica spielen und du jedes Mal 80.000 dafür ausgeben musst. Das ist Quatsch. Du weißt ja selbst, wir spielen das Spiel. Habt ihr auch so viele Platin-Trophäen? Ey, das ist ultra, ultra krass, ne? Ape-Tart, thank you for your resub. Resub? Thank you, Ape-Tart. That's so cute. Thank you, Ape-Tart. Ape-Tart! Really appreciate that. Much love. Thank you, thank you. Ace und Pretela. Ah, okay. Jetzt labern die alle voll viel. Verstehst du, Manu, was ich meine? Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, man muss schon echt zurückgeblieben sein, um das nicht zu verstehen. Also wie schon gesagt, es geht nicht darum, dass du jedes Mal 80.000 zahlen musst. Nur so vielleicht als Ansporn, dass wir es mal wieder spielen. Also Maxi will, dass du 80.000 Kekis ausgibst, dass wir es Nein, weiter spielen. Du verstehst doch, was ich meine. Ey, alle verstehen, was du meinst. Aber er hat mir nicht geantwortet. Ich verstehe jetzt alles gut. Ich wollte nicht, dass. Ich will nicht seine Kekis berauben. Willst du nicht? Nee, will ich tatsächlich nicht. Überlegene Tarn-Dangos. Es sind Dangos. Guck mal, das sieht aus wie Seamok, dachte ich eben. Wie Seamoks Charakter ein bisschen, ne? Der Typ hier. Und wie sieht Seamoks Charakter aus? Wie, keine Fantasy. Nee. Wie heißt der Typ? Weiß ich nicht. Wie, weißt du nicht? Hab ich vergessen. Was? Sechs Stunden Malatron Only Stream. 80.000. Euro. Spaß. Mindestens 22 Subs, Manu. Mindestens. Bis zum Euro war billig.